Okay. Garten. Was für ein schöner Garten hier. Boah. Alter, überall hier, ne? Oh, verdammt, ja, klasse gelaufen. Ja, super. Wie der da auch original. Okay, was geht jetzt ab? Nochmal von vorne, darf ich nicht entdeckt werden? Ja. Ich kann gerade nichts machen hier. Laden. Ah, super. Alter. Er läuft! Er spinnt! Er ist total durchgeknallt! Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Observer-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Aha. So. Damit wären wir schon mal drin. Garten. Ah, ein Kampf, okay. Toiletten. Da hinten ist der Scheißhaus. Da dürfte VIP sein. Aha. Der ist sowieso gerade abwesend. Jetzt kriegen die nichts mit. Et voilà. So, Toiletten, Treppenhaus. Irgendwas anderes. Was haben wir hier? Fahrstuhl und Treppen. Ich komme näher. Scheiße. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, na Kumpel. Interessante Gespräche. Ach so, fast geschafft. Na. Jetzt werden hier wieder alle informiert. Oh ja. Ja klar, am Arsch! Leckt mir doch die Klöten, ey. Ich darf da nicht mal jemanden zusammenschlagen. Meine Fresse. Siehst mich nicht. Kann ich den jetzt nicht aus der Menge heraus einfach so... Hm? Habe ich überhaupt meine versteckte Klinge? Nein, habe ich natürlich nicht. Was steht der da die ganze Zeit rum? Der geht mir voll auf den Piss. Alter Sack. Ja, ruft mal die Security. Da kann ich nicht rein? Da muss ich aber rein. Oder? Ja.
Jetzt kletter ich hier durch. Oha. Wie awesome. Zack. Über Bäume laufen. Kann ich denn? Nee, kann ich nicht. So, hierhin sollte ich. Ah, jetzt kann ich hier. Ja, sehr gut. Ah, das sieht ein bisschen crazy aus. So alles leicht verzerrt. Hier ist es schon mal nicht. Alter, okay. Ah, Abstergo ist hier oder was? Ja, den kriege ich. Ja, guck mal, die verfolgen mich, obwohl der sie umrempelt, ne? Bam! Nicht mit mir, Alter. Ja, okay, der arbeitet wahrscheinlich auch für die, also. Schieb ab! Ach ja, komm, du jetzt wieder hier, oder was? Ja, den am Boden nochmal. Jetzt komm schon. Jawohl, ja. Der ist K.O. Nochmal was? Ah, der auch noch. Bam! So. Alter Schwede, ich hab den nur verprügelt. Was ver... Das hatte die um den Hals hängen? Oh, wie nett. Ach, komm schon. Metro! Na scheiße, treffen die mich da oben doch noch. Egal, wo lang muss ich überhaupt? Scheiße, ich habe mir den Weg gar nicht... Doch, von hier komme ich irgendwie. Ja, super. Ja, lauf da hoch. Uiuiuiui. Jetzt sind sie gleich schon drin irgendwie oder so. Alter Schwede. Ja, das war ganz schön knapp jetzt. Wo sind die denn auf einmal? Oh, jetzt verfolgt mich keiner mehr. Ah, mit einmal. Ha. Papas Liebling, ne? Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Ich weiß nicht ganz, wieso sollte ich jetzt hier Energiequelle... Ich meine, das läuft doch hier noch alles, oder? Komm, machen wir mal. Sohn? Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Ja, eben. Du musst verstehen, dass ich so... Ja, ich höre dir nicht zu. So. Kann man hier irgendwas machen? Wo muss ich denn überhaupt die Energiequelle anschließen? Alter, da geht's weit runter. Uiuiui. Ja. Wo geht's denn hier lang? Alter, okay. Was ist das? Wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfach... Mhm.
Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Okay, die Sonne zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. 1000 Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut. Das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns Neuem zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Okay. Das war also den Versuch, vielleicht haben die es ja hinbekommen, dass die quasi das automatisiert haben und dass das unsere Rettung ist. Nicht? So, ich guck gerade mal, wohin der Weg hier mich führt. Hier oben. Okay, cool. Es geht weiter. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zis zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen. Dafür mangelte es uns an Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schaffen wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. Mhm. Da haben sie versucht, Sonne zu verwenden. Was ist hier? Ah. Okay. Und? Was haben wir da? Aha. Da kann ich nicht durch. Wohin führt der Weg? Okay, hier kann ich wieder runterspringen, aber vorher gucke ich nochmal in die Richtung. Ob hier noch irgendwie was Relevantes ist, aber das ist nur ein Raum. Wow, ich bin mäßig beeindruckt. Gut. Uiuiui. Boah. Ja, für Desmond kein Problem. Schauen wir doch mal, was hinter Tür Nummer 2 ist. Was ist dein Fall? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können es sein. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren. So besetzt. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutz. Waren es jetzt genug Böse, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an. Aber nichts wurde zu besser. Wenn hundert eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden Tausende nutzen? 10.000? Mehr? Könnten wir die beeinflussen?